Vor den Bildschirmen machen die folgenden Schauspieler eine gute Figur. Hinter den Kameras sind sie dafür aber nicht allzu beliebt. Deshalb heute für euch 5 Schauspieler, mit denen keiner zusammenarbeiten will. Los geht's! Nummer 5. Die Zuschauer scheinen sich mit Megan Fox schwer zu tun, da ihr Erscheinen meistens mit einem leichten Augenrollen genommen wird. Das war aber noch okay, bis Megan Michael Bay einen Nazi nannte. Daraufhin wurde sie vom Set der Transformers gefeuert und ersetzt. Bay und Fox scheinen ihre Differenzen mittlerweile beigelegt zu haben, da sie für die Turtles wieder zusammenarbeiten. Fox wird auch wieder in der Fortsetzung der Turtles mitspielen. Weiter geht's mit der Nummer 4. Ein Star zu sein heißt manchmal auch 12 Stunden am Tag in einem Stuhl zu sitzen und dieselben Fragen immer und immer wieder zu beantworten, die Reporter einem stellen. Die meisten nehmen es mit einem Lächeln, aber nicht der Haudegen Harrison Ford. Er bevorzugt eine etwas direktere Art. Er ist generell sehr schwierig zu interviewen, da er einfach nicht gerne dumme Fragen beantwortet. Wenn man bedenkt, wie viele dumme Fragen er schon beantworten musste, kann man das nachvollziehen. Normalerweise hat er immer schnippische Kommentare auf Lager. Die Nummer 3. 2009 lernte man, dass man Christian Bale nicht unterbrechen sollte. Ein Crewmitglied lernte diese Lektion auf die harte Tour am Set von Terminator Salvation. Als der Fotografiedirektor Bale ablenkte, beschimpfte dieser ihn aufs Gröbste. Ein Audiomitschnitt von dieser Situation ist an die Öffentlichkeit gelangt. Bale entschuldigte sich für seinen Ausraster, bestand aber darauf, eine gewisse geheimnisvolle Aura behalten zu wollen, da es zu seiner Person gehöre. Scheinbar liegt ihm nichts daran, Freunde zu machen. Und da kommen wir auch schon zur Nummer 2. Russell Crowe hat seine Meinung und es ist ihm auch egal, wer sie hört. Er ist sehr impulsiv, dies zeigt sich bei seiner Ungeduld, bei Interviews und seiner Aggressivität hinter den Kulissen. Er wollte sich sogar mit George Clooney prügeln. Seine Vorliebe für Schlägereien wurde sogar in South Park parodiert, wo er sich durch die Gesellschaft prügelte. Selbst auf Twitter geht es rund. Er streitet sich an einem Tag mit einem Normalo, an einem anderen mit einem Großindustriellen. Rebel Wilson erzählte einmal von einer Begebenheit, in der Crowe ihr mal gesagt habe, sie solle sich verpissen, bevor sie überhaupt Hallo sagen konnte. Groß oder klein, Russell haut jedem eine rein. Und da kommen wir auch schon zur heutigen Nummer 1. Die Faxen von Jared Leto am Set von Suicide Squad werfen eine Frage auf. Wann geht methodisches Schauspielen zu weit? Um seine Rolle als der Joker glaubhafter zu machen, wollte er etwas Distanz zwischen ihm und seinen Kollegen schaffen, indem er ihnen obskure Sachen wie zum Beispiel gebrauchte Kondome, Sexspielzeuge und tote Tiere zuschickte. Er beschäftigte sich auch mit Gewaltverbrechen und Psychopathie. Margot Robbie sagte sogar, sie habe Angst vor ihm. Er war wohl kein sehr angenehmer Zeitgenosse am Set. Dies zeigt wieder mal nur, dass auch die perfektesten Schauspieler ihre Ecken und Kanten haben. Manch einer scheint dann aber doch krasser zu sein als der andere. Jetzt könnt ihr dieses Video noch mit euren Freunden teilen. Klickt hierzu einfach in die Mitte oder auf den Link in der Beschreibung. Das war's mal wieder für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.